Artikel Cassandra. Oh Gott. Göttliche Victoria, störe ich gerade? Nicht im geringsten. Der Aal von Radcliffe hat mir gerade von den jüngsten Ereignissen in Denerim berichtet. Er vertritt auf der Konferenz die Interessen Ferelden's. Inquisitor, wie schön, dass ihr hier seid. Oh Gott, wie ist die Lage in Radcliffe? Wie ist die Lage in Radcliffe, my Lord? Glücklicherweise ausgesprochen ruhig. Der Bürgermeister lässt euch grüßen. Radcliffe hat seinen Retter noch nicht vergessen. Ach, wie schön. Ich werde versuchen, euch nicht allzu lange von wichtigeren Angelegenheiten abzuhalten. Nun gut, wir setzen unsere Unterhaltung dann später fort, eure Vollkommenheit. Man erwartet von mir, dass ich unvoreingenommen bin, wenn ich für die Kirche spreche. Aber ich gebe zu, es fällt mir schwer, neutral zu sein. Ich bin vielleicht die Göttliche, aber ich werde auch immer eure Freundin sein. Und wie könnte mich das Schicksal meiner Inquisition je kalt lassen? Kann ich irgendetwas tun, um euch eure Aufgabe zu erleichtern? Ihr könntet mir ein Schwert bringen und nach irgendetwas suchen, worauf ich einschlagen kann. So, nun muss ich mich leider wieder anderen Angelegenheiten widmen. Solltet ihr mich brauchen, könnt ihr auf meine Hilfe zählen. Jederzeit. Okay, ich besorg dir ein Schwert. Es freut mich, dass ihr endlich eingetroffen seid, Inquisitor. Die Krone ist begierig auf Neuigkeiten. Welche Position vertritt Ferelden auf dieser Konferenz? Die Bresche ist Vergangenheit, doch die Armee der Himmelsfeste besteht weiter. Ferelden kann ihre Soldaten an seinen Grenzen nicht länger ignorieren. Die Inquisition ist tatsächlich gewachsen. Ich kann verstehen, dass ihre Anwesenheit möglicherweise Befürchtungen weckt. Dann versteht ihr sicher auch, dass wir eine Verkleinerung eurer Streitkräfte verlangen müssen. Wir reden hier von einer Macht, die weder Ferelden noch Orlais Gefolgschaft leistet. Ich bezweifle, dass eines unserer Länder das hinnehmen kann. Wir werden uns noch ausgiebig genug unterhalten, wenn der erhabene Rat erst begonnen hat. Ach, Tegen. Früher habe ich dich immer gemocht, aber jetzt bist du ein blöder Arsch. Okay, hier irgendwo ist noch jemand. Herzog Cyril und Dorian, na sowas. Hey Dorian, alte Socke, wie geht's denn so? Orlais steht auf eurer Seite, Lord Parvis. Die Unterstützung der Inquisition ist etwas, auf das man nicht leichtfertig verzichtet. Ja, und deshalb versucht der orlesianische Hof auch sie an die Leine zu legen, richtig? Aber ihr müsst mich entschuldigen, da ist ein alter Freund, dem ich Hallo sagen muss. Inquisitor, wie lange ist das jetzt her? Nein, sagt es nicht. Ich hasse es, mich alt zu fühlen. Es ist schön, euch wiederzusehen, mein Freund. Ihr seid vor mir eingetroffen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Alles ist so, wie ich es erwartet hatte. Man hat uns die Last jeglicher Überraschung erspart. Orlais will die Inquisition zähmen, Ferelden will sie loswerden, die Kirche mischt sich überall ein und Herr Winter schickt lediglich einen Botschafter. Der im Übrigen ich bin, als Belohnung für mein Interesse am Süden. Glücklicherweise ist Botschafter Parvis aber nur ein symbolischer Titel. Ihr könnt also nach Belieben über mich verfügen. Schön. Inquisitor, ich bin Herzog Cyril de Montfort, Mitglied des Rates der Herolde und gebiete über Chatouenne. Ich verfolge euer Wirken schon seit langem. Es ist wahrhaft außergewöhnlich. Teilt der Rest des Hofes diese Auffassung? Aber selbstverständlich. Orlais möchte der Inquisition lediglich respektvoll den Weg weisen. Moment mal, Chatouenne, war das nicht bei Zeichen der Assassinen? Das Heim von Baron Prosper? Uiuiui, da rieche ich schon wieder eine Verschwörung. Aber euer Gnaden ist der Meinung, die Inquisition sollte ihre Entscheidungen weiterhin selbst treffen? Ich würde es bevorzugen, wenn die Inquisition sich uns aus freien Stücken anschließt, anstatt zu einer Figur auf dem Schachbrett zu werden. Ich selbst habe Justinias Tod noch nicht vergessen. Ich hatte Freunde, die im Tempel der Heiligen Asche ums Leben gekommen sind. Ihr habt so viel Gutes getan, aber was noch wichtiger ist, ich möchte all das Gute, das wir gemeinsam bewirken könnten, nicht aufs Spiel setzen. Was auch immer geschieht, Inquisitor, ich wünsche euch nur das Beste. Aha. Ich persönlich würde es bevorzugen, unabhängig zu bleiben, aber naja.
unterhalte dich mit alten Freunden nur. Wo sind sie immer? Mal gucken. Ich weiß es nicht. Okay, das war eindeutig Sarah. Da war Vivian. War du nicht so fett? Der Erbauer möge auf euch hereinlächeln. Das Wetter ist derzeit äußerst. Ach, schon wieder so ein Hundekuchen. Natürlich. Oh, hier ist noch was. Oh ja. Ach, da ist Dorian. Noch welche sein. Mal gucken. Ja, das war Cullen. Halb Val Royale muss hier sein. Ach, Liliana ist hier. Gehen wir ein Stück? Natürlich. Als ich den Winterpalast zum ersten Mal besuchte, war ich gerade erst 18. Ich war überwältigt. Die opulenten Wandbehänge, die prächtigen Marmorsäulen und mehr goldene Löwen, als ich zählen konnte. Das alles ist noch immer hier. Es ist immer noch prachtvoll. Und doch sehe ich nicht mehr denselben Ort. Und das macht euch traurig? Es ist einfacher, wenn man nur die vergoldete Oberfläche sieht. Alles, was ich jetzt noch sehe, sind die Messer im Schatten und das Gift in juwelenbesetzten Kelchen. Sie wollen die Inquisition zerschlagen. Ihr spürt es auch, oder? Sie haben Angst. Haben wir denn nicht genügend Verbündete gewonnen? Wenn es leicht wäre, Freunde zu gewinnen und zu behalten, bräuchten wir keine Diplomatie. Unsere Verbündeten können uns gegenüber freundlich sein und dennoch fürchten, was die Zukunft bringt. Was sie mehr als alles andere fürchten, ist die Hand, die das alles kontrolliert. Meine. Eure Taten haben bereits begonnen, Thedas zu verändern. Euer Einfluss ist überall spürbar. Deshalb war es auch lediglich eine Frage der Zeit, dass sie etwas unternehmen. Mich überrascht nur, dass es so lange gedauert hat. Es ist vielleicht an der Zeit, das alles zu beenden. Die Inquisition tut immer noch Gutes. Thedas wird uns immer brauchen. Unser Ziel war es, den Frieden wiederherzustellen. Und jetzt herrscht Frieden. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sein Schwert niederzulegen und zu akzeptieren, dass sich die Dinge geändert haben. Wir können auch ohne die Inquisition weiterhin für das Wohl von Thedas arbeiten, aber die Zeit für Soldaten und Spione ist vorüber. Ihr habt Schreckliches durchlitten, Inquisitor. Aber ich hoffe, ihr könnt das Licht, das vor uns liegt, noch immer sehen. Die Welt ist bereit, Korypheus und die Schrecken der Bresche hinter sich zu lassen. Und dasselbe sollten auch wir tun. Doch was ihr auch entscheidet, es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu stehen. Ach, wie nett. Ja, ich gebe es unklären zu, aber vielleicht hat Liliana ja recht. Vielleicht ist es doch das Beste, die Inquisition jetzt aufzulösen. Ja, guck mal, Baubi, was ich denn habe. Alles beim Alten. Schauen wir da mal. Was haben sie doch für eine Angst, sich unter die Leute zu mischen? Hier sind ja noch mehr Leute. Mal gucken. Wo könnte denn noch jemand sein? Ah, Josie, natürlich. Es tut so gut, euch zu sehen, Liebster. Ich habe mich den ganzen Nachmittag über mit orlesianischen Diplomaten herumgeschlagen. Haben sie euch Schwierigkeiten bereitet? Nicht im geringsten. Und das ist ziemlich beunruhigend. Es bedeutet nämlich, dass sie sich alles für später aufheben. Begleitet ihr mich auf einen Spaziergang?
Ich würde gerne ein wenig frische Luft schnappen, bevor der erhabene Rat unausweichlich wird. Man ist uns im Palast äußerst zuvorkommend begegnet. Wir sind schließlich auf ihr Drängen hin hier. Aber die Minister könnten... Nein, kein Wort mehr über den Rat. Dieses Treffen sollte dazu dienen, unter entspannteren Umständen ein wenig Zeit mit euch zu verbringen. Steht das hier in eurem Tagesplan? Von 3 bis 4? Entspannte Plauderei mit dem Inquisitor? Natürlich nicht. Nicht in diesem Wortlaut. Die Wahrheit ist, dass heute Abend ein kleines Unterhaltungsprogramm dargeboten wird, zu dem ich unter Umständen 2 Einladungen bekommen könnte. Und ihr möchtet, dass ich euch begleite? Das wäre wundervoll. In all den Jahren, die ihr jetzt schon mit Orlais zu tun habt, blieb euch doch kaum Zeit, seine Kultur zu genießen. Ihr habt vielleicht recht. Bei all diesen Treffen und Gesprächen bleibt nicht sonderlich viel Zeit für etwas anderes. Und dann kehren wir in die Himmelsfeste zurück, ohne dass wir auch nur einen Moment innegehalten und den Ort, an dem wir waren, genossen hätten. Manchmal fürchte ich, dass ich mir nicht genug Zeit für euch nehme, Liebster. Bitte begleitet mich heute Abend. Na, ich begleite euch gerne, es klingt ja geheimnisvoll. Dass mir Konferenzen erspart. Ach, für euer Lächeln tue ich alles. Wenn es euch glücklich macht, wie könnte ich da ablehnen? Oh, das ist wundervoll. Ich hatte schon Angst, wir hätten keine Zeit dafür. Es gab in den letzten Jahren so viel zu tun. Da haben wir uns zumindest einen kurzen Augenblick der Ruhe verdient. Ein ruhiger Abend klingt... Hey. Oh, bravo! Ah. Bravo! Okay, ich sehe nicht sehr erfreut aus. Hat die Frau in Gold einen König gespielt? Und wer war der Mann mit den Federn? Oh, das ist alles ganz einfach. Die Maske der ersten Darstellerin wird bestimmt durch... Nun, ich leihe euch am besten einfach das Programmheft. Aber seid ehrlich, hat euch die Aufführung gefallen? Eher eure Gesellschaft. Die Aufführung verblasst gegenüber der Schönheit der zauberhaften Dame, an deren Seite ich sie verfolgt habe. Ihr weicht der Frage aus. Die Liebe lässt mich verstummen. Nun, wenn das so ist, kann ich es euch vielleicht verzeihen. Ui, ui. Aber gut ausgewichen. Eine wirklich nette Art zu sagen, die Aufführung war scheiße. Oh Mann. Mal gucken, wer ist hier jetzt noch? Oh, da kann man eine Tür öffnen. Schon wieder Knochen. Wollt ihr mich verkackeiern? Ich würde mal sagen, wir sollten hier nicht sein, also gehen wir mal wieder raus. Blackwall. Du musst nicht gleich ein Schwert ziehen, weil ich näher komme. Also wirklich. Inquisitor. Hä? Inquisitor. Okay, der hat nichts zu sagen, anscheinend. Und die letzten Jahre. Anscheinend sind Konrad keines Unterlagen gefunden wurde. Inquisitor. Okay, du willst nicht reden. Kann man verstehen. Goldene Nack. Ah, Cole, wie geht's denn?
Inquisitor, wie ich sehe, habt ihr Zeit für einige Erfrischungen. Glitzernd, glänzend, glatt geschliffen. Eine Maske aus makellosen Gemmen. Sie wird sie hübsch finden. Bitte entschuldigt mich, ich sollte... Er hat sie nicht verändert. Danke, dass ihr ihn mir vom Hals geschafft habt. Er will Steine in der Farbe seiner Augen. Strahlend, glänzend, glitzernd, um gesehen zu werden, nicht um zu sehen. Und ich brauchte den Tisch. Ach, für Brotkrumen? Vögel mögen Krumen. Inquisitor, welch Freude, euch hier zu sehen. Ich hatte gerade vor, ein neues Lied zu schreiben. Liebreizende Lieder. Traurige Töne pflanzen Freude, die später erwächst. Sie kann mich nicht sehen. Ich helfe ihr, anderen zu helfen. Dachte ich mir. Ihr seid freundlich und klug. Ihr habt wahre Liebe verdient. Hallo, Halamstral! Zithas Feuer muss von Wein entfacht und durch die Bewunderung seines Publikums genährt werden. Er ist ein Fehler, aber einer, den ihr womöglich genießen könntet. Der berühmte Zither. Ich liebe all eure Lieder, auch wenn ich sie noch nie von euch selbst gehört habe. Nun, dann könnte das hier die perfekte Gelegenheit für uns sein, ein wenig Musik zu machen. Befürchtet ihr nicht, dass er ihr das Herz brechen wird? Ihr Herz schlägt schneller, heftiger, bricht. Traurige Lieder werden gesungen. Auf Inspiration folgt Freude. Ich verstehe, was ihr meint. Oh Mann. Ja, Cole's Logik. War noch jemand? Ach, Bulle. Wie geht's, mein Lieblings-Kunari? Hey, Boss. Okay, so gesprächig wie und je. Ach, und Sarah ist auch hier. Warum wundert's mich nicht, dass sie... Inquisitor Herold, es ist schön, wieder zurück zu sein, um rauszufinden, naja, was auch immer dieser Haufen da drin jetzt wieder ausbrütet. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Es ist schließlich ziemlich lange her. Naja, wir wissen ja nicht, was los ist, also... Worüber sollten wir reden? Es geht um die Inquisition, richtig? Mehr sind wir ja nicht. Warum findet ihr nicht einfach raus, was die von uns wollen? Dann haben wir vielleicht was, worüber wir uns unterhalten können. Wow. Na, recht hat sie ja irgendwie, aber trotzdem. Ach, Cassandra. Oh. Ist alles in Ordnung? Ja, nun, ich wollte mit euch sprechen. Und da seid ihr. Ja, warum nicht? Es scheint was Ernstes zu sein. Es geht nicht um mich, es geht um euch. Ihr solltet euch vielleicht setzen. Okay. Ich glaube, ich stehe lieber. Aber ich sollte mich vielleicht setzen. Oh, ist so schwer. Inquisitor, ihr sollt wissen, dass ich eure Freundin bin. Ich werde immer eure Freundin sein. Oh, nun, das ist... Deshalb hoffe ich, euch an diesem bedeutenden Tag einen guten Rat geben zu können. Tut, was euch euer Herz befiehlt, mein Freund. Kümmert euch nicht darum, was andere sagen. Okay. Bist du vielleicht krank, Cassandra? Das klingt nicht wirklich nach dir. Das ist eine wundervolle Einstellung, Cassandra. Heirat ist mehr als eine wundervolle Einstellung, Inquisitor. Wie, wo, was? Die Heirat? Josephine ist eine wundervolle Frau. Wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr... Wie, wo, was? Ihr wollt niemandem einen Antrag machen? Oh,
Ich werde Varric umbringen. Warum glaube ich ihm eigentlich alles, was er mir erzählt? Warum? Oh Mann. Um ehrlich zu sein, habe ich wirklich schon darüber nachgedacht, zu heiraten. Ich wusste es doch. Als Inquisitor ist euch viel Gutes widerfahren. Sehr viel Gutes. Aber nur wenig davon war eure Entscheidung. Deshalb genießt euer Glück und haltet es fest. Das ist alles, was ich euch sagen wollte, als eure Freundin. Ja, das klang sehr gezwungen. Oh mein Gott. Das war doch mal lustig. Stolz und Mut, sie war einst Hand der Göttlichen. Geht bitte weiter. So, Anna, jetzt. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine Drehpause. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.